Amerika will Europa zugrunde richten, was gut ist. Warum? Keusche Jugendliche sind willensstark. Es gab einmal einen berühmten Kriegsherr, der hat eine unglaublich gefährliche Aufgabe. Die war so gefährlich, dass als sie mit dem Schiff an dieses gefährliche Land kamen, hatte das Schiff verbrennen lassen, dass es keinen Ausweg gibt mehr. Und was hatte sich ausgewählt? Lauter junge, keusche Männer. Er hat übrigens gesiegt. Amerika will die Jugend in der Schule entehren. In gewisser Dingen ist es schon, geschieht es schon. Frühsexualisierung. Fünfklässler, schon geschehen, auch in der Schweiz. Da kommt irgendjemand, vielleicht einer oder eine, so eine Art Sexualtherapeutin, bei Fünfjährigen. Es kommt dann noch viel früher, wenn das so weitergeht. Und da, es ist nicht schön, dass man das hier sagen muss. Das ist eine Fünfklassschule. Der Bub, nein, nicht Fünfklass, Fünfjährige. Also, das sind in der Kindergarten. Der Bub muss das Glied herausnehmen und das Mädchen daneben muss es drüber streichen und schauen, ob eine Erektion kommt. Der das eingeführt hat, glaube ich, weiß nicht mehr, wie er heißt, ist oder irgendwie, ein Dr. Professor, das war ein Homosexueller und ein Pädophiler. Das ist dann nachher herausgekommen, trotzdem macht man mit dem weiter. Und die Eltern schweigen. Kann man halt nichts machen. Gottes Name. Nein, nein, nicht in Gottes Namen. Was hat man früher gemacht, wenn man ein Land schwächen wollte, um es dann zu überfallen? Man hat Porno, Heftchen, Sex, all solches Zeug ins Kino und ehrlich gesagt, das sechste Gebot, die Unkeuschheit, ist nicht die größte Sünde. Die größte Sünde ist zwar gegen die Liebe, aber sie ist die gefährlichste. Wer im Sexuellen drin steckt, versumpft, der kann vor sich keine Achtung mehr haben. Er ist ein Sklave seiner Triebe. Und das soll schon geschehen mit Fünfjährigen. Eins ist sicher. Gott verdammt dies. Schwächen kann man mit dem, das Ganze.